Oder vielleicht ist das meine letzte Folge, die kommen nämlich immer näher. Ich würde dir ja zur Hilfe kommen, aber ich kenne dich gar nicht. Also. So ist das also, ja. Da heißt doch, ich kenne dich nicht, ich habe dich noch nie gesehen. Ich habe diesen Riesenkäfer noch nie gesehen. Die Suppe darf ich wahrscheinlich alleine auslöffeln. Du bist doch der mit der Suppe. Du wohnst doch da sogar. Ich habe Wandmalereien entdeckt. Von irgendeiner minderwertigen Spezies. Ist es mit Wasserfarbe gemalt? Dann könnte es von dir sein. Stimmt. Ach warte, das ist ja gar keine Wandmalerei. Das ist einfach nur Herbert. Der hängt an der Wand. Seltsam. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Willkommen zurück zu Stellaris Star Trek mit mir, Dennis, und mit Bernhard. Hallo Bernhard. Servus und hallo. Ja, wir sind immer noch dabei, uns so ein bisschen zu finden hier in der großen Galaxie in der Milchstraße. Die Undine hier oben rechts im Nordosten und ich als Dominion im Nordwesten. Ja, letztes Mal sind wir leider unsanft aus dem Let's Play geflogen, beziehungsweise Bernhard, aber wir haben es geschafft, uns zusammenzufinden und jetzt geht's weiter, würde ich sagen. So, Ich habe immer noch keine Energie. Das ist ärgerlich. Ich habe schon lauter Feinflotten rundherum. Was machst du denn da? Du wolltest doch friedlich vorgehen am Anfang. Ja, ich weiß auch nicht, was die haben hier. Abwarten und Tee trinken war doch die Devise und jetzt sind da überall Feinde. Fluidic Travelers. Also nicht Travelers, sondern Dwellers. Okay, also Bewohner. Bewohner ist das, okay. Ja, Dweller ist ein Bewohner, ja. Okay. Muss mal ganz kurz pausieren. Hier passieren gerade irgendwie drei Sachen gleichzeitig. Forschungsschiff, Außergewöhnliches gefunden. Wir haben einen Planeten übrigens namens Ulrich 2 gefunden. Das ist sowas im Gamma-Quadranten. Ulle. Wer dem wohl Ulle genannt hat, genau. Vielen Dank für die Beantwortung unseres Notrufs. Wir transportieren Deuterium. Ja, gebt uns mal Energie, genau, danke. Ich habe nämlich immer zu wenig. Ich habe gerade einen Frachter gerettet und habe dafür ein bisschen Energie-Credits bekommen. Das ist sehr schön. Weil Energie habe ich immer viel zu wenig. Auch nicht verkehrt. Überleg gerade, was ich als nächste Tradition wähle. Ja. Vielleicht sowas wie Ausdehnung. Klingt verführerisch. Jetzt darfst du dich ja auch ausdehnen. Du hast ja jetzt gerade erforscht. Ja, endlich darf ich andere Planeten bewohnen. Ja, genau. Das ist aber doch schön. Die Ausdehnung hat so den Vorteil, offenbar, dass es auch in Richtung Spionage geht, was ich nicht ganz verstehe. Okay. Und die Sternenbasen erhöht den Schadensoutput der Sternenbasen. Das passt jetzt nicht so wirklich zur Ausdehnung, meiner Meinung nach. Also, Ausdehnung, du musst ja in dem Spiel immer eine Sternenbasis bauen, um dich auszudehnen. Also immer so einen Außenposten bauen. Ja. Das heißt, natürlich, umso mehr du dich ausdehnst, dann ist auch wichtig, dass diese Basen irgendwie gut gesichert sind. Oder also, so ist die Verbindung wahrscheinlich. Ja, eventuell. Ich merke jetzt gerade, dass ich mal ein paar Distrikte bauen sollte, weil ich das komplett ignoriert habe bisher, auf dem Planeten oben diese Distrikte zu bauen. Ich muss das auch gerade mal kurz abbrechen. Ich muss mal ganz kurz auf Pause stellen, weil Fluiden-Dinger sind da. Achtung, die Fluiden-Dinger sind da. Das klingt komisch. In unserem Rakia-System, wie sehen die denn aus? Okay, so kleine Amöven. Okay. Aber das ist jetzt irgend ein anderes Volk oder irgendwie so eine komische... Ich glaube, das ist so eine KI-Rasse, wollte ich jetzt sagen. Kleines Volk, einfach so Weltraumpiraten vielleicht. Ah, okay. Die Piraten des Flüssigraums. Haben wir schon einen Folgentitel. Naja, ja. Okay, ich werde auf jeden Fall Schiffe bauen. Ja, bauen wir Schiffe. Ich habe jetzt gerade die Leute hier aufgegriffen, die dummerweise hier irgendwie durchgeflogen sind. Also aus ihrer Sicht dumm.
Die sind mir nämlich begegnet und ich hatte jetzt die Wahl, sie untersuchen, also mit ihnen irgendwie Kontakt aufnehmen, sie untersuchen oder das Schiff entern und sie untersuchen. Also, und wir wissen alle, was du gemacht hast. Oh ja. Naja, also, die wären jetzt schön, ich sag mal, na, so eine Analsonde und also, wie sich das gehört für so eine Alien-Entführung. Da wird alles mitgenommen, was wir haben. Oh mein Gott, da muss ich an The Boys denken. Wenn du es gesehen hast, die erste Staffel. Ja natürlich. Ja. Da. Ich sag mal, da gab es in jeder Staffel entsprechende Szenen. Also. Ich bin erst bei der ersten, aber die Szene war schon mal, da wusste ich schon mal, alles klar, auf diese Art von Serie habe ich mich hier eingelassen, okay. Mhm. Freue dich auf jeden Fall schon mal auf die erste Folge der dritten Staffel, denn da wirst du auf jeden Fall eine sehr ähnliche Szene zu der nochmal sehen, nur dass eine andere Körperöffnung genutzt wird für entsprechende Dinge. Okay. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ich bin gespannt. Und ich sag mal, ich gebe den Tipp, es ist nicht der Mund. Es ist was anderes. Ja. Ist eine tolle Serie, aber man darf, sag mal, mit seinen Kindern sollte man es nicht gucken. Ja, nicht unbedingt. Ja, los, gucken wir uns eine schöne Familienserie an. Da geht's um Superhelden. Das ist ganz toll. Ich mach mal wieder die Zeit an, Zeitlauf an, ja, wenn das genehm ist, oder? Ja. Oder vielleicht ist das meine letzte Folge, die kommen nämlich immer näher. Ich würde dir ja zur Hilfe kommen, Buben. Aber ich kenne dich gar nicht. Also. So ist das also, ja. Da heißt doch, ich kenne dich nicht. Ich habe dich noch nie gesehen. Ich habe diesen Riesenkäfer noch nie gesehen. Ich merke schon. Ja. So, ich habe auch. Wer die Freunde sind. Das ist von Freunden. Die Suppe darf ich wahrscheinlich alleine auslöffeln. Du bist doch der mit der Suppe. Du wohnst doch da sogar. Interstellare Herrschaft, das klingt doch nach mir. Diplomatischer Chor, das klingt auch nach mir. Das mache ich, diplomatischer Chor. Weil ich muss ja meine ganzen Vasallen und so gut unter Kontrolle halten hier. Sieht auf jeden Fall schön bedrohlich aus. Diese Weltraumamöben. Mhm. Die sie nach und nach in unseren Raum schwimmen. Ja. Sie schwimmen näher und wir weichen zurück. Ach du Scheiße, das geht ja echt schnell. Naja, ist aber hier werden die Schwimmflügel angezogen. Haben deine Raumschiffe eigentlich Schwimmflügel? Das wollte ich schon die ganze Zeit mal fragen. Mir noch gar nicht angeschaut, glaube ich. Wie so Flossen. Raumschiffe aussehen. Ah, naja, geht hübscher. Ja, gemein. Da ist jetzt gerade im Hintergrund so, steht so ein Designer-Käfer, so ein großer, also der, die alle designt hat und macht so. Da müsste man läuft so vorbei. Das ginge hübscher. Da müssen wir einen Architekt nochmal drüber schicken, glaube ich. Der Arme. Schwimmt zurück in seinen Raum. Tatsächlich sind meine Alien-Bedrohungen, die hier so in meiner Umgebung, diese roten Ausrufezeichen, die sind auch alle vergleichsweise stark, also für meine jetzige Situation. Ich habe ja gerade mal eine 1082er Flotte aktuell und die nächstschwächere Alien-Einheit hier hat 3000, 3K Stärke. Also da muss ich noch ein bisschen zulegen. Ja, ich habe gerade aktuell 1K und auf mich fliegen 4K zu. Ich habe zwar noch ein bisschen die Schiffswerft, die kann ja noch was abblocken. Ja, aber die kannst du auch ausbauen, ne? Also ein bisschen. Mhm. Die könntest du auch verstärken. Also wenn die dann wirklich in dein Heimatsystem kommen, dann könntest du da vielleicht die Suche sogar so von so stark machen. Ja, sie fangen an zu schießen. Und oh, dann wird das jetzt nicht mehr klappen. Die 1K-Flotte ist plötzlich kein 1K mehr. Ja. Oh, ich habe die Karimann. Irgendwelche Händler habe ich jetzt getroffen. Das egalitär, xenophil, materialistisch. Hm. Naja, sind ja auch Händler. Das war das erste Gefecht, was wir verloren haben. Ich sag mal, eventuell ist unser Let's Play bald zu Ende. Das ist alles schön und gut. Dann starten wir halt dann gleich die nächste Staffel. Dann ist es halt eine Kurzstaffel. Ich glaube, die kürzeste Stellaris-Staffel bei mir im Kanal hat auch nur 20 Folgen. Das sind dann jetzt 3 oder 4, natürlich weniger, aber. Wir haben dann auch direkt, glaube ich, am nächsten Tag nochmal die nächste angefangen. Also insofern, ist nicht so wild. Boah, es ist auf jeden Fall ultra laut. Ich habe gerade mal den Sound ein bisschen runtergenommen.
Weil wenn geschossen wird, ist es enorm laut. Ja, und dann, vor allen Dingen, wenn man nah ranzoomt, glaube ich. Ne? Also das lauter. Ja, das kann auch sein. Kann auch sehr gut sein. Würde mir jetzt ja gerne angucken, aber ja, ich habe gerade ein Schiff gebaut und losgeschickt. Fliege! Ein Schiff? Meinst du, das bringt was? Es wird von langer Dauer sein. Aber es ist das Flaggschiff, möchte ich ja fast sagen. Und wir setzen dem Gegner gerade ordentlich zu. Es wird nämlich fleißig geheilt von meiner Sternenbasis. Ah, sehr gut. Und wir haben den Gegner jetzt auf einen K runtergeschossen. Das heißt, es ist jetzt ein Battle auf Augenhöhe, sag ich mal. Könnte also was werden. Ich drück die Daumen. Sieht lustig aus, wie ich da im Kreis flieg. Es wird bald schwindlig, glaube ich. Aber diese Weltraumarmeen. Das heißt, die eigentlich fliegen, schwimmen. Du schwimmst. Eigentlich ja. Die stürzen gerade ab. Das sieht auch sehr gut aus, wie die so langsam runterdriften und in diesen fluiden Raum hier herabsinken. Und ja. unser Weltraum ist endlich wieder schön clean. Das, oh, sauber. Ja. So wie wir es mögen. Hat geklappt. Sehr schön. Puh. So, ich werde jetzt mal die Dominion Security Division erforschen. Oh, ja, meine Dudes alle totprügeln. Apropos, ja, es hat geklappt. Da kommt die nächste Armada-Wege. Nein! Wow. Also ich merke schon, das wird schwierig bei dir. Ja, wir haben eine 2K-Feindflotte, die gejagt wird von einer 4K-Feindflotte. Na gut. Die haben ja vielleicht miteinander auch genug Stress, dass du gar nicht so ein Problem kriegst. Ja, ich hoffe mal. Vielleicht. Okay, wir haben es nicht geschafft, von irgendwelchen Aliens die Sprache zu entschlüsseln. Das ist ja dumm von uns, dass wir das nicht geschafft haben. Schade. Muss auch lustig sein. Ihr könnt euch in sie transformieren, aber ihr könnt ihre Sprache nicht sprechen. Dann kommt dann einfach irgendwas Walisches raus. Walu. Ich sammle jetzt mal Informationen. Na gut. Also, GG und identifiziertes Reich. Die kommen immer näher. Also, das hat mir keiner gesagt. Das stand nicht im Kleingedruckten, als ich mir die Rasse ausgesucht habe. Du meinst, dass du hier so belagert wirst? Ja. Das wusste ich auch nicht. Dass ich hier so verachtet und gehasst werde, offenbar. Obwohl ich hier Tee trinken wollte mit den Leuten, aber nein. Ist doch so nett eigentlich. Ja. Ist doch, du tust doch immer was. Das sind die berühmten Kaffeefaschisten, glaube ich. Man kennt sie. Man kennt sie und man verachtet sie. Okay, hat auch keiner gesagt, dass ich nie Energie haben würde. Das ist echt unangenehm. Feindflotte 1 ist vernichtet und die zweite, mit der fight ich gerade. Oh, ich habe meine neuen besten Freunde gefunden, Bernhard. Ich hab, die sind auch autoritär und xenophob, so wie ich. Das ist schön. Ich hab euch lieb, also ich hasse euch, weil ich bin xenophob. Aber ich wollte gerade sagen, lieb, ist genug auch. Platz im Weltall für zwei von dir? Ja, das ist wie die internationale Vereinigung der Nationalisten, das ist super. Gibt's ja. Da sind dann die ganzen Nationalisten aus den Ländern drin und die treffen sich regelmäßig, die Politiker. Ah, wunderbar. Machen wir hier auch. Stimmungsvoll auf jeden Fall. Ja, die hassen sich alle, aber treffen sich regelmäßig. Aber in der Vereinigung sind sie doch. Genau. Ja, man will ja auch nicht der Einzige sein, der nicht drin ist. Das wäre ja auch doof. Ey, das mit der Energie ist echt katastrophal. Was mache ich dann falsch? Monatlicher Zugewinn konsumiert. Was verbraucht denn die meisten? Jobs verbrauchen die meiste Energie und Gebäude. Ja, das liegt wirklich daran, dass ich diese Minen und so gebaut habe, die so viel Energie verbrauchen. Was ich echt schade an Stellaris finde, ist, dass man immer noch nicht die Kämpfe adäquat steuern kann. Dass man immer noch nicht sagen kann, bitte bleib doch ein bisschen zurück und bleib in der Nähe der Sternenbasis, lass dich doch mal heilen. Aber der startet los auf die Feindflotte und geht halt dann kläglich unter.
Das ist ja, echt das schade. Ist ein Riesenproblem an den Paradox-Spielen ja allgemein, dass die selten ein gutes Kampfsystem quasi haben. Ja, stimmt. Immer noch wirklich, ja. Also Victoria 3 hat jetzt ja auch wieder kein gutes bei diesem Empire-Rome-Dingens, was sie jetzt nicht mehr weiterentwickeln. Da gab es ja wohl auch keine so besonders guten Kämpfe. Crusader Kings so, eigentlich auch nicht. Crusader Kings hat auch keine, da schickst du auch immer nur große Armeen aufeinander zu und wartest, wer gewinnt. Ja. Das einzig also das Knifflige ist noch, die Armee zu erreichen, aber... Ja, genau, immer hinterherrennen. Wenn man das mal geschafft hat, dann... Bleib doch stehen, Mann, bleib doch mal kurz stehen. Ja. Okay, das war's offenbar mit meiner Schiffswerft, also mit meiner Sternenbasis. Oha! So, ich würde dir echt gerne helfen, aber es, ist nicht, es geht nicht. Ah. Ihr sagt nein. Bis ich bei dir bin, mit meinen Forschungsschiffen und so, das dauert noch Jahre. Ja, das... Ich weiß auch gar nicht, ob ich in diesen Fluidraum da reinkomme, irgendwie. Da muss man wahrscheinlich irgendwie... Das wird das andere sein, ja. Das ist gar nicht so trivial. Heftig auf jeden Fall. Also bei mir ist hier tatsächlich noch wenig Stress bisher. Bin ich ganz froh, aber es bringt mir ja auch nichts, weil ich habe ja sozusagen die Niederlagebedingung, wenn du stirbst, bin ich auch tot. Also insofern, beziehungsweise dann müssen, beenden wir das Let's Play. Das heißt, es nützt mir ja gar nichts. 1-0 für dich. Ja, genau. Wir haben ja nicht gesagt, dass es zu 100% ein Koop-Let's Play wird. Also ich habe quasi gewonnen dann, wenn du stirbst. Können wir so stehen lassen. Okay, ich habe noch ein Schiff in der Bebauung, aber das wird halt rauskommen und wird gleich instant wieder zerschossen werden. Ja, die Frage ist ja, was die vorhaben. Also, wenn die dich jetzt gar nicht irgendwie erobern wollen, dann ist es ja, dann fliegen die ja vielleicht auch irgendwann wieder weg. Ja, das hoffe ich gerade. Also, gut, das Schiff wird jetzt noch rausploppen und qualvoll leiden müssen, aber... Ja, es ist halt die Frage, ob das so viel Sinn macht oder ob du es nicht nochmal abbrichst, den Bau, und einfach mal abwartest, was die eigentlich vorhaben. Das... wurde gerade entschieden für mich. Ach so, das macht es natürlich einfach dann. Ja, okay. Die chillen halt da gerade so ein bisschen und gucken sich an, was wir denn da gerade für Anstrengungen unternehmen. Guck mal, wie niedlich. Sie versuchen, Schiffe zu bauen. Ja. Köstlich. Ja, wirklich. Schlürfen unsere Teevorräte. Ja, das ist es nämlich. Die Schweine. So. Ich baue jetzt erstmal massiv viele Forschungsschiffe. Ich will jetzt mal hier ein bisschen was von der Umgebung erkunden. Das dauert mir alles viel zu lange. Sie bleiben aber auf jeden Fall in diesem Sektor stehen, offenbar. Okay, aber warum? Keine Ahnung. Was wollen die denn da? What do they even want? Ich habe jetzt dieses Konstruktionsschiff, mit dem könnte ich irgendwo anders mich niedersiedeln, bis sie dorthin kommen und das alles zerstören. Naja, also ich würde das jetzt mal probieren tatsächlich. Also versuch dir mal ein zweites Standbein aufzubauen, wenn ich da jetzt... Naja, ich bin schon, am Kolonisieren. Ich nenne es halt einfach die neue Heimat. Ja. Ich habe Wandmalereien entdeckt von irgendeiner minderwertigen Spezies. Also muss es ja sein, weil es sind ja nicht wir. Es ist ja nicht von uns. Ist es mit Wasserfarbe gemalt? Dann könnte es von dir sein. Stimmt. Ja, es besteht aus so komischem Schleim. Ich weiß auch nicht. Ganz komisch, aus so Glibber. Ach, warte, das ist ja gar keine Wandmalerei, das ist einfach nur Herbert. Der hängt an der Wand. Seltsam. Ach, Herbert. Das ist immer so der klassische. Diese Clown. Star Trek-Gags. Ah, ja. Ich werde jetzt mal noch ein paar Forscher einstellen. Sionica, First Contact Specialist, das klingt doch gut. Mehr erste Kontakte, ist immer gut. Thema Kunden. Na gut, wir sind jetzt schon im Jahr 2163, da kann ich auch doch mal ein Heimatmuseum bauen. Ich erforsche jetzt ein Heimatmuseum. Das und stellst dann Herbert aus. Ja, genau. Ja, wenn der Typ ist eh zu nichts anderem zu gebrauchen. Ich meine, der hängt immer nur an der Wand. Kannst du auch ins Museum hängen.
Ein produktives Mitglied der Gesellschaft, ganz ehrlich. Die Jugend von heute, weißt du. So, wen nehmen wir noch? Der Forscher, Gestaltwandler, Fachwissen in Feldmanipulation. Ja, ich habe nicht genug Einigkeit. Hä? Wieso brauche ich denn Einigkeit, um... Einigkeit, um neue Wissenschaftler einzustellen? Okay. Also wenn es Gründer sind. Ah, okay, für Gründer brauche ich Einigkeit. Na, dann nehme ich halt irgend so ein Worter, ist ja auch egal. Können auch forschen. Zur Not können auch, kann auch ein Worter mal forschen. Findet auch mal ein Korn. Okay, dann, okay, ich habe ja überlegt, in Richtung Ausbreitung zu gehen, aber vielleicht wird es dann doch eher sowas wie Vorherrschaft. Mhm. Erhöhte Baugeschwindigkeit, das klingt schon mal ganz gut. Darf sich ja gar nicht ausbreiten. Bisschen mehr Schaden. Die wollen das ja gar nicht. Ja. Ich hoffe, dass ich da jetzt genug Zeit in meinem anderen, in meiner neuen Heimat finde, dass die da nicht gleich wieder rübersausen und da Radau machen. Ja. Vielleicht ist das so eingestellt, dass die zu deiner Hauptwelt irgendwie fliegen und da stänkern und du kannst halt woanders noch was machen. Mhm. Das wäre ja sonst super frustrierend. Von mir aus können wir gerne ein bisschen schneller drehen. Ich hab, okay, glaube ich, keine Möglichkeit, das zu machen. Ja, ich mach das. Ich habe jetzt auf normal wiedergestellt. Ja, klingt gut. So. Weil das Kolonisieren dauert extrem lange. Ja, okay. Ich ersetze jetzt mal bei der Konföderation, bei diesen rotgesichtigen Leuten da, mal bei meinen ersten Nachbarn, versuche ich mal einen Admiral zu ersetzen durch einen Gestaltwandler. Das ist so ein eigenes Prinzip, was ich hier habe, was ich machen kann. Ja. Vielleicht kriege ich die dann ganz schnell dazu, mit mir irgendwie eine Verbindung einzugehen, wenn die dann eh alle selber Gestaltwandler sind. Das ist ja, glaube ich, so die Winning-Strategy hier. Mhm, das klingt auf jeden Fall nach dir. Ja. Zumindest nach deinem Volk. Hast du bei den Richtlinien schon was verändert? Ansonsten? Nee. Mhm. Ich bin noch gar nicht genau. Ich guck mal kurz in die Richtlinien rein. Ein guter Hinweis. Schauen wir mal. Also expansionistisch klingt gut. Uneingeschränkte Kriege klingt auch gut. Unterdrückende Vasalisierung klingt hervorragend. weiträumige orbitale Bombardierung auch super. Alles nicht super. Einmischung. Aggressive Einmischung natürlich. Oder aktive Einmischung. Also bei niedrig entwickelten Zivilisationen, da mische ich mich natürlich ein, ist ja klar. Also ich mache jetzt mal aktive Einmischung. Aggressiv muss ich vielleicht nicht sein, aber... Da bin ich auch. Hier? Erleuchtung von Zivilisationen, verdeckt passt zu uns, würde ich sagen. Die so verdeckt zu steuern, dass sie dann irgendwann... Das habe ich, glaube ich, gar nicht. Ja, okay. Bei mir geht es mit Umsiedlung dann weiter. Ja, bei mir ist genau Umsiedlung, da habe ich gestattet, das darf ich schon. Landbeschlagnahmung ist erlaubt, Erstkontakt aggressiv, also immer das, wo du denken würdest, das, so ist das bei den Gestaltwandlern. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, Erstkontakt beim Aggressiven. Soll ich da vielleicht mal auf achtsam gehen? Wenn ja. Maßnahmen, die verhindern, dass über... Ja, stimmt. Das passt vielleicht besser, wenn ich da achtsam bin. Mich ein bisschen zurückhalte. Was haben wir noch? Anfangs Grenzstatus geschlossen. Das passt. Künstliche Intelligenz. Sklaverei. Maschinen müssen als Sklaven dienen. Ja, genau. Das finde ich gut. Roboterarbeiter sind erlaubt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das Dominion das mit so Robotern und KIs handhabt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das kam nie irgendwie zur Sprache. Nicht fühlende Spezies werden toleriert. Habe ich jetzt nichts dagegen. So ein paar Tiere auf meinem Planeten irgendwo. Flüchtlinge, nur Bürgerspezies, ja genau. Also ja klar, die Demada oder so dürfen auch mal auf einen Nachbarplaneten fliehen. Aber irgendwer sonst nicht. Mhm. Bevölkerungskontrollen. Nee, das ist erlaubt. Bevölkerungskontrollen, wir züchten doch Jem'Hadar und so. Das ist doch, unser Hauptding. Können beschließen, ob selektive Bürgerkontrollen in unserem Reich legal sind sollen oder nicht. Okay. Sklaverei ist erlaubt, Säuberungen sind erlaubt.
Sogar gewünscht. Ja. In unserem Fall. Alles erlaubt. So, jetzt habe ich ein paar Forschungen verpasst hier. Biolabor können wir erforschen. Wie sieht es denn mit Fraktionen bei dir aus? Gibt es da schon welche? Guck mal. Nein. Das könnte ich mir vorstellen. Naja, bei deinen kriegerischen zum Beispiel, dass die nicht so... Die wollen dann Krieg und die anderen nicht und so. Ja, ja, aber dass andererseits, die nicht so viel Bock drauf haben auf Kaffee trinken. Ja. Oder Tee. Aber andererseits haben die ja auch überhaupt kein Mitspracherecht. Also ist ja auch so... Fraktionen machen ja fast nur Sinn bei dem Spiel, wenn die dann auch irgendwie einen Einfluss nehmen können. Aber an sich ist das ja super autoritär hier, das Dominieren. Also was die Gründer sagen, ist ja Gesetz. Also ist eigentlich realistischerweise... Mit gehangen, mit gefangen. So, ja, ach, ihr wollt mehr Krieg? Ja, Pech gehabt, ihr seid halt keine Gründer. Ja, egal. Mir doch jal. Ja, aber das ist ein guter Hinweis. Ich werde mal das im Blick behalten, ob es da irgendwas gibt. Bisher allerdings noch nicht. Ja, ich habe jetzt nur den Feindkontakt verändert. Zumindest mal für später. Also hier mit den... Die haben jetzt nichts mehr verdient. Die haben... Da ist der Zug abgefahren, die uns da gerade vernichtet haben. Ihr werdet keine Freunde mehr, glaube ich. Nein. Da werden wir uns anders da aufstellen. Aber ja, wir sind immer noch am Kolonisieren. Also es dauert leider noch ein bisschen. Also in der Folge werden wir das wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass die neue Heimat hier entsteht. Das ist natürlich sehr schade. Aber geht nicht anders. Ich spioniere mal noch ein bisschen. Schläferzelle vorbereiten. Das klingt doch gut. Also ich habe jetzt alle meine außenpolitischen Aktivitäten auf diese Dosi da, auf diese Rotgesichter ausgerichtet. Spioniere da jetzt, richte irgendwelche Schläferzellen bei denen ein, verbessere die Beziehung gleichzeitig sozusagen offen. Also die werden sehr schnell mir gehören, hoffe ich. Okay, sie wissen es noch nicht. Schon Teil des Dominions, sie wissen es nur noch nicht. Ich schaue gerade beim Schiffsdesign, ob ich irgendwas verändern kann. Ich könnte zumindest den Kern verändern. Das würde die Ortung erhöhen und den Waffenschaden. Ja, vielleicht grundsätzlich. Hilft, ja. Oder in Richtung Genauigkeit zu gehen. Okay, ich habe gerade ein lautloses Schiff entdeckt, das mir nicht antwortet. Versuche mit ihnen zu reden. Sicherheitsteams, wer hat die Eindringlinge? Oh nein, sie versuchen an Bord zu kommen. Ah. Action, Action, Action. Die kommen an Bord bei dir? Ja. Wir drängen sie zurück. Unser Sicherheitsoffizier ist sehr erfahren. Versucht sie wieder rauszuschmeißen. Sie feuern auf die Frachtraumtüren. Die werden zerstört und das Schiff dekompressiert. Das klingt ja nicht nett. Aber ich krieg ganz viele Forschungspunkte dafür, warum auch immer. Alle ersticken, aber ich krieg Forschung. Oha! Gut. Ja. Dadurch lernt man ja auch was, weißt du? A, Luft, wichtig. Ja, ich wollte es gerade sagen. Leute, merkt euch das fürs nächste Mal. Luft, wichtig. Die brauchen wir noch. Antriebstechnologien. Gib uns mehr Informationen über neue Antriebe. Hochenergetische Impulse. Beschleunigung oder langes. Ja, wir machen mal höhere Beschleunigung. Ja. Technology secured, sagt er immer. In einer tiefen, sonoren Stimme. Sehr gut. In 5 Monaten ist es soweit. Dann besteht die neue Heimat. Dann spulen wir mal ein bisschen vor, oder? Die gucken wir uns noch an. September, Oktober. Genau. Am 1.12. Am 1.12. guck mal, 11. Stichtag. Und so. 1.12. Schön.
Hübsch. Dann hast du jetzt endlich einen zweiten Planeten. Dieser lilane Planet hier. Die neue Heimat. Okay, das Erste, was wir hier natürlich machen müssen, ist uns was aufzubauen in Richtung... wie heißt das? Gebäude oder Werft? Was ja, genau, Werft. Werft. Ich habe sehr viel Wassereis. Das ist sehr schön. Das brauche ich aber auch gar nicht. Wassereis für alle Leute. Es ist Sommer. Like ice in the sunshine. Alle holen sich jetzt ihr kostenloses Wassereis ab. Wir weißt du noch, wo man die Werft einstellen kann? Wie man die bauen kann? Du musst auf die Station gehen, also in dem System. Da gibt es ja immer diesen Außenposten. Und dann baust du da ein Werftmodul. Normalerweise. Ah, dort. Okay. Kannst auch mehrere in einer Station bauen. Kannst du Parallelschiffe bauen. Wenn du zwei hast, zwei parallel. Wenn du drei hast, drei und so weiter. Okay, cool. Danke, danke. Also ist immer ganz gut, eine Station, so die zentrale Militärstation zu haben, wo man dann vier oder sechs Werften hat. Dann kann man da nämlich einfach Schiffe rauspumpen wie nichts. Mhm. Das ist immer ganz gut. Oder sogar zwei so eine Systeme. Also später dann. Du hast jetzt andere Sorgen gerade. Ja. Genau, aber jetzt, ich sag mal, die Hoffnung ist ja zurückgekehrt. Ich krieg gerade die Info, dass Feindflotten in der Nähe sind. Könnte interessant werden. Ob die jetzt aufmerksam jetzt geworden sind, dass ich da woanders ziehe. Die riechen das, weißt du? Die riechen das. Oh, eine Werft. Da wird gerade eine Werft gebaut. Ah, ja. Das ist also, doch ein guter Cliffhanger sagen, für... Ich würde auch sagen, es ist ein guter Cliffhanger. Die Hoffnung ist wieder da, ja, eine neue Hoffnung. Wir sind jetzt also doch bei Star Wars, A New Hope. Es gibt eine neue Werft, die gerade gebaut wurde. Da wirst du dann eine neue Flotte erschaffen und wenn die dann groß genug ist, machst du sie alle platt. Hoffe ich zumindest in den nächsten Folgen. Das ist mein Plan. Juti, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.